Schraube ist wieder drin und die andere habe ich auch schon wieder gefunden. Manchmal steht man sich so ein bisschen selber im Weg. Ich glaube, ihr kennt das bestimmt auch. Normalerweise nehme ich den Wagen immer hochkant. Für mich ist das eine ganz ungewohnte, komische Position. Hier war noch ein bisschen Staub dran. Ganz ungewohnte, komische Position, dass vor der Kamera in der horizontalen Richtung zu machen. Normalerweise treibe ich es immer gern in Stehen. Nein. Eigentlich habe ich auch hinten denn wenigstens die Wheelie Bar umgeklappt. Und wenn die Wheelie Bar umgeklappt ist, dann geht das eigentlich auch ziemlich gut. Jetzt kam aber auch noch der Vorführeffekt dazu, der ungewohnte. Verzeiht mir. Von Mal zu Mal wird da so ein bisschen wahrscheinlich die Routine drin sein. Ist auch die Aufregung wahrscheinlich weg. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Lampenfieber. Meine Hände haben Lampenfieber. Aber das ist auch okay. Wir sind ja alle Menschen. Sei denn, man ist da jetzt so ein ganz abgebrühter Hund. Dann hat man das natürlich nicht. Aber ich glaube, jeder, der das zum ersten Mal macht, der hat das auch ein bisschen. Wenn nicht, wäre das wahrscheinlich auch gelogen, wenn er sagt, habe ich nicht. Normalerweise bastel ich für mich selber. Da ist das nicht schlimm, wenn mal eine Schraube runterfällt. Und da ist das auch nicht schlimm, wenn mal eine Schraube nicht beim ersten Mal reingeht. Und ist alles gar kein Problem. Aber so will ich euch ja auch nicht zu lange hinhalten. Mir dauert das Video ja jetzt schon viel zu lange. Aber ich glaube, das geht. Nebenbei ballert mein kleiner Junge da auch noch so ein bisschen an der Tür rum. Und spielt, glaube ich, Fußball. So soll das daher wieder aussehen. So. Jo, der spielt Fußball. An der Schlafzimmertür. Wo auch sonst. So, jetzt haben wir es aber auch eigentlich schon fast wieder. Fehlt nur noch der Bumper und die Wellen. Also eigentlich eine Kleinigkeit. Einmal rechts und einmal links. Ich würde sagen, ich sorge mal dafür, dass der Kleine da kein Fußball mehr spielt. Und dann bis gleich. Peace.